Leute, damit Kill und was gab und herzlich willkommen zu unserem gruseligen Abenteuer New Super Luigi Wii Dark Moon. Wir starten direkt rein mit Ludwigs Labyrinth. Und da wären wir auch schon. Oh, ich sehe Gift, ich sehe Geister, ich sehe Grusel. Ich find's super. Und ich sehe einen Pilz. Und ich sehe neu texturierte Spikes, die mich hoffentlich nicht treffen. Ja, hier einfach ein bisschen die Speedrun-Strats. Zack, bam, ha, hu, hu, und rein da. Und da oben gab's bestimmt was. Ich wette mit euch. Dieses war ganz schön creepy. Wir steppen einfach mal links lang, weil das ist irgendwie der unkonventionelle Weg, weil man normalerweise immer rechts lang geht. Oh Gott. Na, ich hab springen gedrückt. Was ein Scam. Irgendwie sind diese Räume ganz schön sass. Vor allen Dingen, weil wir noch keine Stark. Oh mein, alles klar, übertreibt halt komplett. Oh, finde ich gut. Gar kein Problem. Oh, wir gehen wieder links. Wir gehen wieder links. Das Ding ist, das Level heißt halt Labyrinth. Okay, wir gehen oben. Wir gehen oben. Wir müssen nochmal den einfachen Weg gehen. Wahrscheinlich. Macht Spaß. Sass. Nee, hier oben ist tatsächlich nichts. Okay, wäre das immerhin abgecheckt. Diesmal steppen wir rechts lang. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer mit. Ich mag, dass es ein Labyrinth ist. Ich mag aber nicht, dass es ein Labyrinth ist. Oh, wir sind hier wieder. How about wir gehen hier nach unten? Oder waren wir da auch schon? Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alles klar. Natürlich fliegen die dann straight up in meine Richtung. Entspannt. Okay. Was bist du? Auf jeden Fall sass an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, wo zur Hölle wir sind. Da links könnte was sein. Danke für gar nichts. Wir gehen nach oben. Da ist ein Pfeil, der sagt nach hier unten. Das wirkt irgendwie richtig. Ich traue dem Ganzen trotzdem nicht. Alles klar. Alles klar. Alles klar? Nee. Ah, halt's mal. Donkey Kong ruft an und möchte seinen Spielmodus zurück. By the way, wir sind wieder klein. Okay, hier links. Muss jetzt aber weitergehen. Checkpoint. An der Stelle sind mir die Starcoins aber auch wirklich komplett egal. Und der Boss ist natürlich Ludwig. Alles klar. Natürlich. Komm doch runter jetzt. Wow, das war so todesknapp, Geist. Aber wir haben ihn. Wir haben nicht alle Starcoins. Das ist mir auch völlig egal. Aber wir haben Ludwig. Das ist schön. Morton's Mines 1-6. Ich find's fantastisch, dass wir im Dunkeln anfangen. Und dass die Geister uns nicht verfolgen, ist auch sass. Was ein Bolzenschneider. Okay, wir steppen hier oben raus. Und natürlich kommt da so ein Bolzenschneider nach oben gefahren, weil, ist ja klar, im Dunkeln. Weil Spaß. Sass. Den hast du jetzt nicht gebracht. Nee, du bist ja so blöd. Aber es ist ein recht lineares, entspanntes Level. Oh mein Gott. Entspannt, sagt er nicht. Hm. Starcoin, Starcoin, Starcoin. Checkpoint. Oh, wie schön. Oh, und eine Blume. Let's go. Und raus sogar. Oh, wichtig, wichtig. Ah ja, jetzt auch noch irgendwelche Deathly-Wandsprünge. Ich habe keine Ahnung, wie wir an diese Starcoin kommen sollen. Weil das Ding macht die auch nicht auf. Und wir haben wieder keine Starcoins. Ist das nicht schön? Und natürlich kämpfen wir auch gegen Morton. Das war knapp. Mountaintop Cruise. Das Vorschaubild macht mir mehr Angst als alle Level, die wir jemals hier gespielt haben. Oh, eine Mini-Yoshi-Frucht. Schmeckt super lecker. Was kann ich tun, damit mein Level absolute Hölle wird? Ey, pack doch die Gegner, die niemand mag, und diese Elektro-Gegner, die niemand mag, in ein Level. Pack noch Gift dazu und mach das Ganze in den Himmel und mach so krasse Sprünge draus und jeder wird es lieben. Alles klar. Genau. Ich hasse mein Leben. Was bitte ist dieses Level? Der kommt hier gar nicht runter, das ist gut zu wissen. Aber das heißt halt auch, ich komme da nicht hoch. Yo, bitte. Oh. Ah ja, es musste passieren. Früher oder später. Also was da gerade abging, ja, ist okay. Ich glaube, so, wenn die so gesplittet sind, ist besser. Oh mein Gott. Heißt nicht, dass ich das Levelkonzept mag. Das ist nicht gefaked. Ich zitter. Seht ihr das? Alles klar. Was war das denn?
Also wer dafür kein Like da lässt oder ein Abo, der ist einfach nur herzlos. Was ist dieses Starcoin? Und wie komme ich als Normalsterblicher da dran? Ja, Skip. Hä? Was sind das für Starcoins? Aber Checkpoint, den nehme ich mit. Und kein Item nehme ich dann halt nicht mit. Yoshi. Oh, da oben ist Gift, nicht zu hoch springen. Aber die Yoshi-Früchte, die nehme ich mit. Oh, ein Red Ring. Komm, komm, komm. Let's go. Feuerblume. Und was bekommen wir von dir? Ein One-Up? Eine Eisblume. Ja, warum nicht? Ey, was ist dieses Level? Jetzt mal no joke. Was bitte ist dieses Level? Wer bitte hat dieses Level? Alles klar. Ja, komm. Noch mehr übertreiben. Ist gut jetzt? Dankeschön. Oh, nein. Ich habe den nicht gesehen. No way. Aber hier ist wieder was drin. Ein blöder Yoshi, den ich nicht mal richtig krieg, weil Staub. Nein. Nein, es geht noch weiter. Ich kann das alles nicht. Das ist so stressig. Oh mein Gott, bitte hör doch auf jetzt. Ich kann das alles nicht. Ich brauche hier einen Yoshi, um ins Ziel zu kommen. Was bitte? Okay, nein, braucht man nicht. Nur um an die Spitze zu kommen. Ich kann das alles nicht. Was ist dieses Level? Ey, dass ich hier nicht gestorben bin. War ja mal die geisteskrankeste Leistung, die ich je an den Tag gelegt. King Boo's Keep. Mal gucken, ob King Boo wirklich so seinen Titel keepen wird. Alles klar, alles klar. Wie geht's denn hier schon los? What the hell ist das fast? Boah, aber die Musik. Musik actually todesnice. Einfach schon eine Feuerblume. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Das schmeckt nach Starcoin hier. What the hell ist dieses Level schon wieder? Dass ich noch lebe und noch nicht getroffen wurde. Ey, was hab ich denn heute für eine... Komm, ist ein Bitch. No way. No way. No way. Was kommt denn jetzt noch? Och, bitte nicht. Das war todesunnötig, weil es einfach nur nach rechts gefahren ist. Cool. Okay, hier wird direkt weitergesteppt. Jetzt kommt ja auch noch so ein Flammenheini. Ach komm, geh doch weg. Oh, das war knapp. Bin ich jetzt mal durch? Alles klar. Alles klar. Ja, was willst du denn da auch machen, hä? Das ist komplett übertrieben. Also, was hier abgeht, ist ja das Krankeste, was ich seit Jahren hatte. Alles klar. Okay, was passiert hier? Oh, nee. Okay, wir sind durch. Wir sind... Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich bin weg. Da links ist ein Pfeil aus Münzen. Da links, wollte ich sagen, ist ein Pfeil aus Münzen. Digga, was? Wer hat dir ins Hirn gekotet? Ey, meine Fresse! Nein! Ich sag gar nichts mehr dazu. Es ist und bleibt der größte Scam, den die Welt je gesehen hat. Warum springt er nicht? Wieso ein... Was ist los? Los! Was ist das für ein komplett krankes Level? Hätte das nicht geklappt, Let's Play wäre vorbei. Ich bin so kurz davor, Safe States zu nutzen. Was ist das für ein kranker Müll? Warum schießt was auf mich, wenn ich einen Schalter aktiviere? Pilz, Pilz, ein Pilz! Was ein kompletter Müll, dieses Level. Nochmal ein Pilz. Gönnerhaft, gönnerhaft. Dankeschön. Ey, wenn ich jetzt sterbe, es gab seit 100 Jahren keinen Checkpoint mehr. Mach diesen Müll hier auf, Luigi, jetzt. Nee, es ist komplett gestört. Guys, ich call's out. Ich setze jetzt hier einen Checkpoint. Man kann hier cheesen. Let's go, let's go. Ich muss es jetzt nur jedes Mal wieder schaffen. No. Wir sind durch. Das ist unmenschlich. Aber ich lebe noch, aber ich lebe noch. Wenn das hier nur für eine Starcoin ist. Ey, immerhin ein Pilz. Ich sehe da links eine Röhre. Und da gehen wir direkt durch. Sind wir wieder vorher?
Ich bin jetzt ein zweites Mal hoch. Nee. Ich pack das nicht. Ich sitze seit gottverdammten 80 Minuten an nur diesem Level. Ist es das jetzt endlich gewesen? Gehen wir rein zu diesem Mülleimer. Alles klar. Nein, es ist nicht. Es ist derselbe Kampf wie Nua, nur mit Wind. Halt doch dein Maul. So ist das geil. So ist das geil, 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 geil. So ist das geil, 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 geil. Ich hab jetzt 60 Mal in diesem Kampf gesafe-stated. Ich bin... Es ist, glaub mir, eh keiner, ist egal. Ich bin seit fast 2 Stunden jetzt in dieser Aufnahme. Und davon sind, glaube ich, die ersten 20 Minuten oder so die anderen Level. Guys, ich weiß, ich habe bei dem Kampf jetzt gecheatet, aber der war sowas von unfair. Ach, ich will nicht mehr. Ich habe noch nie so einen schweren, unfairen Kampf gehabt wie diesen gerade eben. Guys, wir machen nächste Woche mit dem verrücktesten, craziesten und weirdesten Hack weiter. Lasst ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.